Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Henry Spencer und ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe Eraserhead schaut Filme. Nein, kleiner Scherz am Rande. Natürlich herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreunde und alle Fans von blutigen Horrorkomödien da draußen, zu einer neuen Ausgabe Kino to go hier bei Fred Carpet. Und ja, ich habe halt versucht, mich auf oder über meine eigene Frisur lustig zu machen. Nachdem ich mir heute Morgen die Haare geföhnt habe, habe ich mich nämlich ziemlich an David Lynchs Eraserhead erinnert gefühlt, beziehungsweise an die Hauptfigur Henry Spencer. Aber so viel nur am Rande, denn eigentlich geht es heute um eine doch etwas lustigere Form von Horrorfilm, nämlich um eine, ja, schwarze, blutige Horrorkomödie namens Ready or not, auf die Plätze, fertig, tot. Ich kann es noch gar nicht fassen. In Kürze werde auch ich zu einem Teil deiner Domas-Spiele-Dynastie des Imperiums. Herrschaft, wir bevorzugen Herrschaft. Ich kann es nicht erwarten, Teil deiner Familie zu werden. Da ist nur noch eine Sache. Danach gehst du offiziell als Mitglied der Familie. In Ready or Not geht es um, ja, ein ehemaliges Pflegekind namens Grace, eine inzwischen hübsche junge Frau, die ist im Begriff, einen jungen Mann namens Alex Le Dumas zu heiraten. Der Vorteil ist, Alex ist reich, beziehungsweise gehört zu einer sehr reichen Familie. Die Le Dumas haben eine, ja, sogenannte Brettspiel-Dynastie gegründet, erst mit Kartenspielen, dann mit Brettspielen und sind inzwischen Millionen oder Milliarden schwer. Und sind ja auch nicht wirklich die umgänglichsten Personen, wie Alex seiner Braut am Tag der Hochzeit zu verstehen gibt. Und was er nicht so wirklich erzählt hat vorher, sondern erst auch am Tage der Hochzeit, ist eine, ja, Familientradition, die möchte, dass jeder, der neu in die Familie einheiratet, am Tag der Hochzeit, am Abend, ein Spiel mit der Familie spielt. Oder er muss halt ein Spiel mit der Familie spielen. Und deswegen, ja, findet sich auch Grace dann im, was weiß ich, Spielzimmer ein und muss jetzt nun aus einer kleinen Box eine Karte ziehen. Diese Karte ist erst blank, sie wird da reingelegt und wenn sie sie rauszieht, steht eben auf dieser Karte das Spiel, das gespielt werden soll. Man muss dazu sagen, diese Karte ist ein, ja, uraltes, nee, diese Box ist ein uraltes Familienerbstück, das der Urgroßvater des jetzigen Familienoberhaupts mit oder durch einen Mann namens Le Bail erhalten hat und das ihnen dabei geholfen hat, wirklich zu diesem Brettspielmagnat aufzusteigen oder eben dieses Imperium zu gründen. Und es endet damit, dass Grace eine Karte aus dieser Box zieht und auf der steht Hide and Seek, also Verstecken spielen. Scheint ja so gesehen nicht wirklich schlimm zu sein. Allerdings ist das genau die Karte, die dazu führt, dass die Familie zu allerlei altertümlichen Waffen greift und eine blutige Jagd auf Grace beginnt. Tja, die Regeln sind einfach. Du kannst dich überall verstecken und wir versuchen dich zu finden. Kann ich das Spiel denn überhaupt gewinnen? Versteck dich, bis es hell ist. Nein, danke. Viel Glück. Was soll das denn sein? Wie alt ist das Ding? Ich weiß, dass du hier steckst. Ich hab's geschafft! Du hast das Dienstmädchen erschossen. Sieht sie aus wie jemand in einem weißen Hochzeitskleid, Emily? Ja, Ready or Not ist eine blutige, böse, bissige Horrorkomödie von einem, ja, wie soll man sagen, von einem Regie-Konglomerat namens Radio Silence. Zudem gehören ein Mann namens Matt Bettinelli Olfin und ein Mann namens Tyler Gillett oder Gillett. Die beiden haben inszeniert. Zu den beiden gehört allerdings noch ein dritter Mann, der heißt Chad und den Nachnamen habe ich leider vergessen. Der versteht sich mehr als Executive Producer, aber arbeitet schon lange und eng mit den beiden zusammen. Also das ist schon, wie gesagt, so ein Trio, Radio Silence. Und ich hatte die nicht so auf dem Schirm, allerdings hatte ich schon ihr Erstlingswerk gesehen, nämlich Devil's Due, Teufelsbrut heißt der Film.
Das ist so ein bisschen, ja, Rosemary's Baby im Found-Footage-Style. Allerdings mit einer etwas anderen Geschichte. Hier geht es um ein junges Paar, das irgendwo im Urlaub, glaube ich, ist, in eine Disco geht, in einem ganz fiesen Darkroom landet und am nächsten Tag ist sie plötzlich schwanger. Und ja, man kann sich den Rest eigentlich denken. Den Film fand ich eigentlich nicht wirklich gut. Und den habe ich auch echt gut verdrängt, muss ich dazu sagen. Also ich habe erst jetzt im Zuge der erneuten Sichtung auf Blu-ray von Ready or Not, habe ich jetzt so die Rückschlüsse gezogen, beziehungsweise die Fäden spinnen können und festgestellt, dass die das waren oder eben, dass deren Film ist. Und naja, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich auch nicht so wirklich optimistisch in Ready or Not gegangen. Jetzt muss ich dazu sagen, Ready or Not ist eine Horrorkomödie, die vor allem ja, für ein Festivalpublikum gemacht ist. Wenn man diesen Film auf dem Festival gesehen hat und der lief in diesem Sommer, als die Kinos noch, letzten Sommer, als die Kinos noch geöffnet waren, oder in der letzten Festivalsaison, lief der schon auf wirklich vielen Festivals. Und dort hat er die Leute auch echt gut bespaßt. Ja, also wenn man sich so die Resonanz ansieht, sowohl bei den Kritikern wie halt auch beim Publikum, dann ist der Film schon echt gut weggekommen und hat, ich glaube, auf Rotten Tomatoes 88% aller teilnehmenden Kritiker begeistern oder zumindest zufriedenstellen können oder positiv überraschen können. Und ja, so viel zu weg. Und der ist auch wirklich, er funktioniert. Er funktioniert wirklich gut, gerade wenn man den Film mit mehreren Leuten genießt und dann halt an den entsprechenden Stellen gemeinsam lacht. Ich glaube, das steigert einfach die Laune und das steigert auch immer noch, sag ich mal, den weiteren Verlauf des Films ein bisschen, weil man immer wieder was Neues erwartet oder sich über neue Sachen freut und das in einer Kollektivität oder das im Kollektiv, das macht einfach deutlich viel mehr Spaß als alleine zu Hause auf der Couch. Das will ich einfach mal so festhalten und deswegen glaube ich, dass Ready or Not vor allem ein Film ist, den man mit mehreren Leuten genießen sollte. Allein auf der Couch muss ich jetzt auch beim zweiten Mal sagen, hat er mich noch weniger abgeholt. Denn ich fand schon beim ersten Mal, da hatte ich schon wirklich sehr, sehr arge Probleme mit der Prämisse des Films. Denn mir hat leider nicht so wirklich gepasst, wie diese ganze Situation aufgebaut wird und wie es dazu kommt, dass Grace halt eben in einem tödlichen Versteckspiel endet. Denn, sind wir ehrlich, ihr Mann, Alex, der lässt am Anfang schon sehr gut raushängen und sehr oft raushängen, dass er eigentlich die Familie scheiße findet und gar nichts mit dieser Familie zu tun haben möchte. Und ich sitze dann da und denke mir, ey, aber komm, so viel Plausibilität muss ich dir als Film doch zugestehen, wenn ich frage, ja, aber warum heiratet ihr denn überhaupt da? So, also warum muss das alles sein? Und es wird sehr lange Zeit, wurde mir dieser Zustand aufrechterhalten. Also der wurde mir zu lang aufrechterhalten. Ich habe einfach ständig immer wieder nur gedacht, ey Alter, du haderst die ganze Zeit, du findest das alles scheiße. Jetzt hör doch endlich mal auf. Ja? Und ich habe auch nicht verstanden, warum das Drehbuch ihn halt oft, so oft hadern lässt. Denn ich finde, das steht leider im doch etwas deutlicheren oder ja, bemerkbareren Gegensatz zum ja, humorvollen Rest des Films. Denn dieser Film, und da kann ich jetzt mal was Positives dazu sagen, der hat schon ein paar richtig schöne ja, Tötungsmomente, sage ich jetzt mal. Ja. Es geht vor allem um den Running Gag mit diesen Bediensteten, mit diesen drei wirklich adretten Damen, die schon wirklich gut durch die Mangel genommen werden. Und auch alle anderen Figuren. Und der Härtegrad ist gut und die Situationen, die dort rausgeschält werden, die Situationskomik, die Dialoge sind teilweise auch gelungen, ja, das ist alles wirklich spaßig und da im Gegensatz, das ganze Gejammere, das ganze Gehadere von Alex, das, tut mir leid, das hat mir da nicht reingepasst und ich habe es immer wieder als so gut gesehen Anker in den Widerstand verstanden oder beziehungsweise empfunden, ja, also der hat mich immer wieder so ein bisschen zurückgezogen und hat verhindert, dass ich den Spaß völlig an mich ranlasse. Das ist mein eigenes Problem, das weiß ich. Also ich kenne durchaus sehr viel mehr Leute, die jetzt wirklich einfach alle Fünfe haben gerade sein lassen und eben den blutigen Spaß genossen haben oder eben die bissigen Spitzen oder eben halt auch das Zerrbild einer reichen Familie. Das ist alles vollkommen legitim, aber wie gesagt, hat bei mir nicht so gezündet.
Und jetzt gerade beim zweiten Mal fand ich es noch viel schlimmer. Und auch dann noch, ja, der ein oder andere Wandel oder die ein oder andere Aussage von der ein oder anderen Figur neben Alex oder inklusive Alex. Das wollte sich für mich nicht alles so stimmig zusammenfügen, wie es ja, sich eigentlich zusammenfügen könnte. Aber das ist nur meine Meinung. Da möchte ich niemandem vorschreiben, sich das irgendwie zu Herzen zu nehmen oder zu sagen, das wäre allgemeingültig. Nein, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich muss sagen, ich hatte doch einen erheblichen Widerstand gegenüber dieser Figur und eben gegenüber dem, was sie repräsentiert und aussagt. Das ist Wahnsinn! Ich musste ihnen helfen, um dich rausschaffen zu können. Sie denken, dass sie dich töten müssen, weil der Familie sonst etwas Schreckliches passiert. Wir müssen sie finden und das Ritual durchführen, sonst sind wir alle tot! Gefunden. Verdammt, Emily! Ich kann sowas einfach nicht! Ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich habe halt die Kills, da habe ich auch gefeiert. Ich muss sagen, ein ganz, ganz großer Pluspunkt des Films ist Samara Weaving, die, ich glaube, Nichte von Hugo Weaving, also Mr. Smith aus Matrix oder aus Herr der Ringe. Ich weiß seinen Namen nicht. Eomir? Ist es Eomir? Nein. Oh Gott. Elrond. Die hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe die jetzt in doch relativ vielen Genrefilmen gesehen, unter anderem in diesem ganz Akimbo. Da spielt sie auch wieder so relativ, ja, energiegeladen, sage ich mal so. Und wo war sie noch? In The Babysitter habe ich sie gesehen und in Mayhem war sie mit dabei. Also ich finde es schön, dass die Frau sich so gerne in Genrefilmen austobt und dann aber auch, dass man ihr halt Rollen anbietet, die nicht so die typische Damsel in Distress sind oder eben halt das typische Final Girl. Und das hat mir halt schon wieder an Ready or Not ganz gut gefallen, denn ja, Grace geht halt zur Gegenwehr über und das relativ gut, relativ schnell, aber auch nicht übermächtig. Also die ist schon noch einfach eine normale Frau, die sich versucht, diese Situation zu erwehren. Und das hat mir gut gefallen. Vor allem eben auch in Zusammenhang, sag ich mal, mit den ganzen Motiven, die sie halt mit sich bringt. Sie ist die Braut, die in ihrer Hochzeitsnacht zu Tode gejagt wird oder bis aufs Blut gejagt wird und setzt sich dagegen zur Wehr und reißt dann so nach und nach halt auch immer weiter ihr Kleid ein, um sich besser bewegen zu können. Und das sagt schon hier und da schon ein paar nette Spitzen gegenüber die oder der Institution Ehe aus. Und das hat mir auch gut gefallen. Ja, hinzu kommt dann halt der restliche Cast, also Andie MacDowell ist mit dabei, ist immer wieder schön, sie nochmal zu sehen. Und jetzt mal ehrlich, Andie MacDowell ist ja schon eine gestandene Persönlichkeit und Schauspielerin und dass die sich für sowas, sage ich mal, zur Verfügung stellt und auch wirklich mit Elan und mit Stil und Grazie irgendwie ihren Teil dazu beiträgt, das hat mir auch gut gefallen. Ja. Und dann muss man auch sagen, geht man nicht wirklich zimperlich auch mit ihr um. Und finde ich gut. Auch der restliche Cast, die stechen nicht unbedingt hervor. Vielleicht eben noch Adam Brody, den man halt durch OC California kennt und der jetzt hier so eine etwas ältere Variante seiner OC California Figur spielt mit einem leichten Alkoholproblem. Hat mich gefreut, ihn wieder zu sehen. Habe ihn schon etwas länger auch nicht mehr irgendwo im Kino entdeckt oder bei irgendwelchen Filmen und dementsprechend hat mich das gefreut. Und auch hier der Mann, der den Schwager oder eben den Ehemann von einer der Familientöchter spielt, also von der Domas-Familientochter. Finch heißt der im Film. Fand ich auch gut, hat mir auch gefallen. Und auch die Tochter hat mir gefallen mit ihrem kleinen Drogenproblem, obwohl ich die hier und da ein bisschen zu spitz fand. Aber da gibt es dann tatsächlich noch eine Figur, die muss ich auch sagen, die empfinde ich jetzt im Nachhinein schon eher als Schwachpunkt beziehungsweise als kleinen Brandherd oder eben als zusätzlichen Faktor, der mir das Ganze irgendwie ein bisschen erschwert. Denn da gibt es diese Tante Helene oder Helene, wie sie heißt, mit ihrer Haifischflossenfrisur, die meiner auch gar nicht so unähnlich ist gerade. Was soll ich sagen? Corona, kein Friseur hat auf. Und diese Tante, die hat mich jetzt doch auch gerade beim zweiten Mal eher genervt. Die soll mehr Comic Relief sein, das ist mir schon klar. Also das ist die Witzfigur, beziehungsweise die Figur, an der sich viele Leute Menschen erfreuen oder nerven sollen oder stören sollen. Aber ganz schon, also das schon gezielt. Und die Darstellerin, Nikki, wie heißt sie? Nikki Guadagnino oder
Nikki Guadagni, ja, die ist mir meiner Ansicht nach jetzt doch eine Spur zu drüber. Ja, ich glaube, im Kino, da hat mich das noch nicht so gestört, da fand ich das alles noch halbwegs in Ordnung, da konnte ich noch meinen Spaß mit ihr haben, aber jetzt zu Hause muss ich sagen, so wie die Regisseure oder eben der Schnitt sie einsetzt und so wie sie das spielt, ergibt sich meiner Ansicht nach daraus eine etwas zu dolle Mischung, beziehungsweise kommt dieser Charakter dann einen Tick, eine Spur zu viel drüber, zu kalkuliert, zu sehr auf Crowdpleasing oder auf ja, Publikumsliebling angesetzt. Und das, wie gesagt, ich habe die Dame im Making-of, in Interviews reden hören. Das ist eine sehr charmante Persönlichkeit, sehr höflich, sehr nett und auch freundlich in ihren Antworten und lustig dabei. Und deswegen, ich will ihr gar nicht irgendwie böse, sondern ich finde einfach, sie hat einfach einen Tick zu viel Gas gegeben. Und das wird halt noch unterstützt durch die Inszenierung, durch die Regie, die sie halt auch dementsprechend einsetzt. Und das ist mir ein bisschen zu offensiv. Und dementsprechend war ich jetzt doch ein bisschen von ihr genervt. Ja? Aber wenn man den Film einmal oder zweimal gesehen hat und einen das nicht stört, dann ist das halt auch vollkommen egal. Es ist nichts, was den Film ruiniert, beziehungsweise kann man auch wirklich Spaß mit der Figur haben. Und sie ist ja schon eine sehr wirklich, wie soll man sagen, augenscheinliche, nee, nicht in Augen, auffällige Persönlichkeit. Ja? Durch eben ihr Outfit, durch ihre Frisur und ihre strengen Gesichtszüge, durch ihren wirklich fiesen, durchdringenden Blick. Aber das macht sie halt meiner Ansicht nach immer ein bisschen zu viel. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was den Film ruiniert. Und dann, ja, dann ist da halt noch dieses Ende. Ich will jetzt hier erstmal nicht spoilen, sondern ich versuche einfach nochmal die Situation zu erläutern, ohne allzu viel Informationen preiszugeben. Dieser Film führt irgendwann zu einer Frage. Ist es so oder ist es so? Also Weg A oder Weg B? Und da muss man sich natürlich als Filmemacher dann fragen, was mache ich? Womit stelle ich den Zuschauer am besten zufrieden? Womit bin ich am meisten zufrieden? Sollte natürlich noch davor stehen. Und was ist auch halt, sage ich mal, für die Geschichte dann am dienlichsten so? Und da kann ich verstehen, warum man die Entscheidung oder warum man sich für diesen Weg entschieden hat, den man hier geht. Ich habe anhand des Making-ofs gesehen, dass auch eine andere Variante existiert hat des Endes. Und da muss ich sagen, na, die hätte ich ein bisschen faul gefunden. Die hätte ich wirklich ein bisschen faul gefunden. Und jetzt mit der, ja, so gesehen, finalen Entscheidung oder eben mit dem Ende, das wir halt hier präsentiert bekommen, bin ich zufrieden. Ich finde es lustig, macht Spaß, ist cool. Aber ich muss sagen, aus dieser Situation hätte man mehr machen können oder ich hätte es halt eben spannender gefunden, wenn sie einen anderen oder den anderen Weg gegangen wären. Ja, so viel dazu. Denn ich finde, der andere Weg bietet deutlich mehr Potenzial, das einen nicht unbedingt nur mit einem Grinsen nach Hause schickt, sondern vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gedanken. Aber dazu werde ich gleich nochmal in einer kurzen Spoiler-Phase erzählen. Ansonsten will ich einfach hier nur abschließend sagen, ey, Ready or Not ist wirklich ein spaßiges, blutiges, kleines Filmchen, das schick inszeniert ist, das vor allem davon profitiert, dass man hier auf praktische Effekte gesetzt hat, das vor allem auch vom Setting profitiert. Schwieriges Wort. Das vom Setting profitiert, denn dieses Herrenhaus in seiner dunklen, altmodischen, ja, schon, sage ich mal, üppig ausgestatteten Pracht, das ist schon beeindruckend, beziehungsweise bietet Platz und Gegenstände genug, um einiges anzustellen. Macht auf jeden Fall Spaß. Der Cast ist, finde ich, gut zusammengesetzt, ist auch schön. Allerdings muss man sagen, nicht jeder Gag zündet, nicht jede Situation ist der absolute Schenkelklopfer. Und gerade was auch ein bisschen so die Gesellschaftskritik angeht oder eben das durch den Kakao ziehen der Oberschicht, da hätte man auch hier und da noch ein bisschen bissiger sein können. Also da muss ich zum Beispiel als Vergleich heranziehen Knives Out, der ja von einer ähnlich herrschaftlichen Familie erzählt. Und da fand ich, da hat sich Rian Johnson schon ein paar mehr Spitzen erlaubt, hat sich schon etwas weiter aus dem Fenster gelehnt und hat die Leute schon etwas schärfer aufs Korn genommen. Das hätte man hier auch machen können, problemlos. Ja, das ist nicht die Aufgabe des Films, das sehe ich auch. Allerdings finde ich,
hat man hier ein bisschen Potenzial verschenkt. Ansonsten kann man dieses Potenzial aber mit der wirklich wundervollen Samara Weaving ausgleichen, denn die ist in der Hauptrolle einfach cool, die ist gut anzusehen, die, mit der fiebert man mit der freut man sich mit der jubiliert man und ja, mit der lässt man auch ja, diverse Schmerzen über sich ergehen oder eben unangenehme Situationen. Und das, wie gesagt, macht sie mit so viel Energie und Leidenschaft, das ist immer wieder schön zu sehen. Also für mich profitiert der Film auf jeden Fall von ihrer Präsenz und eben der ein oder anderen prominenteren Nebenfigur. Und ja, was den Härtegrad angeht, kann ich mich auch nicht beschweren. Gerade eben, weil es durch praktische Effekte hergestellt wird oder eben, weil viele praktische Effekte zum Einsatz kommen. Also alles in allem ist das hier wirklich ein Crowd-Pleaser, gerade wenn man den mit einer Crowd guckt. Und falls man den alleine guckt, ja, kann man schon einen guten Abend damit haben. Sollte nicht alles so streng sehen. Ich sehe es hier und da ein bisschen strenger, weil ich halt auch echt schon viel in dem Bereich gesehen habe. Und Horrorkomödien sind halt nun mal schon ein gewisser Balanceakt. Man darf nicht zu lustig sein, man darf nicht zu düster und niederschmetternd und hart sein. Oder wenn man wirklich hart ist, dann muss das schon relativ, ja, dann muss das schon eigentlich ordentlich spritzen und übertrieben sein, um es eben halt auch als humorvoll hinzunehmen. Und ich weiß, das ist schwierig, dementsprechend kritisch bin ich da, weil es so viele Filme gibt, die das halt alle schon versucht haben. Aber da kommt dann halt auch ziemlich viel Halbgares bei rum. Und da würde ich aber dann trotzdem Ready or Not nicht dazu zählen. Der ist schon etwas besser als der Horrorkomödien-Durchschnitt, wenn er auch nicht die ganz große Spitze erreicht. So viel erstmal spoilerfrei. Jetzt gibt es noch einen kleinen Spoiler-Part hinterher. Und danach noch ein paar Worte zu den technischen Aspekten dieser Blu-ray von Ready or Not. Und unsere heutige Folge heißt Dein Freund, die Armbrust. Ich hab die Waffe liegen lassen. Nimm einfach meine. Mr. Ledoma, sie rennt gerade los. Oh mein Gott! Du bist nur das nächste Opfer. Das ist ein Spiel! Ja, verstecken. So, jetzt Achtung, alle, die den Film noch nicht kennen, bitte zum nächsten Part skippen. Ansonsten gibt es hier die volle Spoiler-Kelle. Denn ich würde gerne nochmal auf ein paar Details eingehen, die halt auch eben dazu beitragen, warum ich diesen Film nicht als so allzu gelungen ansehe. Oder warum ich halt schon ein paar Kritikpunkte an diesem Film habe, obwohl er doch echt spaßig ist. Also, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Was mich halt schon von Beginn an irgendwie gestört hat, ist eben das, oder die erste Einstellung. Von Beginn an die erste Einstellung, ja gut. Ja, der Film hat schon so einen kleinen Haken gesetzt, als er ein Brettspiel gleich zu Beginn des Familienunternehmens zeigt. Und das heißt irgendwie Mr. LeBales, bla bla bla. Und ich gucke mir diesen Namen an, denke mir, LeBale, Moment, ja, LeBale, Anagramm. Belial? Ja. Och nö. Echt? Darauf läuft es hinaus so. Und da war ich schon ein bisschen vorgefertigt, worauf das hier wirklich hinauslaufen kann. Und dann wird dieser Name immer wieder erwähnt und die Geschichte wird ausgewalzt. Und der Geschäftspartner, der halt eben da plötzlich Reichtum und Ruhm gebracht hat. Und ich denke mir nur so, ja, okay, es ist jetzt ein Dämon, ja, der hier wirklich über allem steht. Und da war für mich eigentlich schon der Grundstein gesetzt. Und so gesehen bringt uns dieser Film dann vor die Entscheidung, ja, ist es jetzt nun wahr? Existiert wirklich ein Dämon oder Teufel, der das alles ermöglicht hat und dem man jetzt halt ein Blutopfer bringen muss? Oder, naja, glauben die einfach nur daran und ist das alles irgendwie Quatsch und müssen die am Ende mit einer ziemlich großen Schuld leben? Und das finde ich halt, ist das Ding. Wäre am Ende wirklich nichts passiert, wären sie am Ende nicht in die Luft geflogen und zermatscht. Ich hätte es besser gefunden. Denn dann hätte man wirklich so nochmal mehr rausschälen können, nochmal ein bisschen mehr Bösartigkeit rausschälen können. Denn man hätte zum Beispiel eben die Situation gehabt, dass die jetzt sagen, verdammt, wir haben all die Jahre umsonst gemordet. Und auch das ist so eine Sache. Ne? Andy McDowell sagt, glaube ich, einmal, ja, das ist erst einmal passiert, seit ich in dieser Familie bin. Und Alex sagt irgendwann mal, ja, naja, ich habe schon den und den und den und den sterben sehen. Also ich habe schon eine jede Menge Leute sterben sehen. Und dann fragt man sich so, ja, was wollt ihr mir denn jetzt eigentlich erzählen? Und was ist denn jetzt hier wahr? Und naja,
Und eben in diesem, na, in dieser Unwissenheit, da lag für mich eine ziemlich große Stärke. Und dass sie die bis zum Ende durchziehen, hat mir auch wirklich gut gefallen. Dass sie sich am Ende für eben das fantastische Ende entscheiden, finde ich legitim. Ja? Sie müssen eine Entscheidung treffen und sie haben sich dafür entschieden. Ich hätte es einfach besser gefunden, wenn die jetzt am Ende wirklich mit ihrer Schuld dastehen. Dann hätten sie entweder die Entscheidung treffen müssen, fuck, weiß ich nicht, ich bringe mich jetzt selbst um, oder oh Mann, ja, wir, weiß ich nicht, wir gehen jetzt alle irgendwie in den Knast oder keine Ahnung. Oder halt, scheiß drauf, existiert kein Dämon, okay, aber die Dame hier, die darf nicht erfahren, was wir all die Jahre über gemacht haben, und dann hätten sie sie vielleicht doch umgebracht. Und das hätte dem Ganzen dann doch eine etwas fiese Schlussnote gegeben, die ich begrüßt hätte. Die ich einfach begrüßt hätte. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht wirklich wiederholt. Mit dem anderen Ende, ja, es mag jetzt überraschend sein, vielleicht hat man auch nicht mehr wirklich damit gerechnet, aber in Anbetracht des ersten Hinweises, den sie mit diesem Kartenspiel liefern und dann eben auch noch mit dieser Silhouette, die am Ende auf dem Stuhl zu sehen ist, muss ich sagen, okay, straight durchgezogen, aber insofern nicht wirklich überraschend. Ja, sie kündigen eine dämonische Figur an. Belial ist halt nun mal ein Dämon aus der Bibel, ist in zig Filmen aufgetaucht. Exorzismus der Emily Rose, Basket Case, der Knautschkopf im Korb, der heißt so. Es gibt diverse Videospiele, in denen der Name auftaucht. Ja. Bands haben das schon irgendwie gecovert oder beziehungsweise haben es zum zentralen Mittelpunkt ihrer Songs gemacht und so weiter und so fort. Also Belial ist in der Popkultur jetzt kein Unbekannter. Und naja, dann muss man sagen, ist es dann doch irgendwie vorhersehbar, wenn man sich eben in dem Bereich auskennt, wenn man die richtigen Schlüsse zieht. Und in meinem Fall war es halt so und dementsprechend muss ich sagen, fand ich das Ende, so charmant ich es finde, dass sie den Mut zusammengenommen haben und es so durchgezogen haben, finde ich es charmant, ja, aber eben nicht überraschend. That's it. Aber auch damit, ja, kann ich leben, und auch damit ist dieser Film für mich nicht misslungen. Es ist nur einfach so ein bisschen schade, dass ich eben, ja, aufgrund dieses kleinen Details schon relativ früh erahnen konnte, in welche Richtung es gehen kann und dass es dann eben auch in diese Richtung gegangen ist. Aber that's the way of the walk. Also so werden Filme gemacht und irgendwo muss man Entscheidungen treffen. Und sie hätten auch eine andere treffen können, aber darauf gehe ich jetzt gleich nochmal bei den technischen Details ein. Hallo, ich bin Samara Weaving aus Ready or Not und das ist meine Do-It-Yourself-Lektion für Hochzeitskleider. Wenn du wie eine Irre durchs Haus rennst, was sonst, musst du natürlich auch ein bisschen gefährlicher aussehen. Also nimm Blut und bespritze damit das Kleid. Je mehr, desto besser. Wenn das Kleid fertig ist, brauchst du noch ein paar bequeme Schuhe. Du musst deine Schuhe anziehen, jetzt sofort. Sodass du so schnell wie möglich rennen kannst. In die Freiheit. Alter. Jo, damit wären wir auch dann beim Umfang und ja, der audiovisuellen Präsentation angekommen. Ja, von der Blu-ray zu Ready or Not. Und da kann man sagen, alles in allem anständig. Ja, das Bild ist schon recht scharf. Zu Beginn, da spielt der Film noch in der Vergangenheit, da lässt sich schon eine doch etwas deutliche Körnung feststellen, aber die ist eben auch nur eben für die Vergangenheit gedacht. Im weiteren Verlauf, also in der Gegenwart, ist das eigentlich alles relativ ruhig und rauschfrei. Da muss man schon genauer hingucken, um jetzt wirklich ein bisschen Grisseln oder Grisseln erkennen zu können. Und dementsprechend kann man sich hier nicht beschweren. Auch es gibt viele Details zu sehen, gerade innerhalb dieses Hauses. Also das ist schon schön, diese ganzen Ornamente oder Holzvertäfelungen. Und da kann man wirklich die, weiß ich nicht, die Gravuren oder die Maserungen und so, das kann man alles sehen. Oder auch das Hochzeitskleid von Grace, da sind viele kleine, also gerade da oben, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin da jetzt leider nicht so bewandert, aber diese ganzen Verzierungen auf ihrem oberen Kleid oder auf dem oberen Teil ihres Kleides, da kann man immer wieder schöne Details und Nahaufnahmen festmachen oder entzückende Nahaufnahmen beobachten. Und das ist alles schon gut. Allerdings muss man schon sagen, dass wenn der Film zum Teil auch mal draußen spielt, dass da
schon etliche Details wieder verschluckt werden. Ja, das spielt im Dunkeln, und aber auch da hat man schon Besseres gesehen. Also es gibt einfach wirklich Teilbereiche, die bleiben schwarz. Das ist zwar ein satter Schwarzwert, aber es ist dann so gesehen nicht der allerschönste. Und auch hier und da schwankt es dann mit dem Kontrastverhältnis. Und was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, der Film hat so eine, ja, dem Herrenhaus entsprechend bräunlich und aber auch gelblich-orange Farbgebung. Und das führt dazu, dass zum Beispiel ja, das weiße Hemd von Alex oder halt auch das Hochzeitskleid nie oder sehr oft einfach nicht weiß aussehen, sondern halt eben leicht gelblich. Und das hat mich doch dann hier und da schon mal ein bisschen gestört, beziehungsweise fand ich das nicht ganz so schön anzuschauen. Aber das sind auch nur kleine Details. Alles in allem ist es ein sehr zufriedenstellendes Bild und kann man sich nicht wirklich beschweren. Abgesehen davon, dass mit den Farben vielleicht ein bisschen zu viel gefiltert wurde oder zu viel rumgespielt wurde, wenn man denn empfänglich dafür ist. Und wenn man empfänglich ist oder wenn man halt irgendwie sich daran stört, dass der deutsche Ton nicht in der gleichen Qualität vorliegt wie der englische, dann muss man hier leider auch einen kleinen Dämpfer hinnehmen, denn es gibt leider nur eine deutsche DTS-Tonspur und die ist schon ein Tick leiser als der O-Ton, der in HD daherkommt oder in HDMA. Denn gerade die Dialoge, die sind halt einfach einen kleinen Tick leiser als im Original. Bisschen schade. Aber was die räumliche Verteilung von Sounds und Klängen und Hintergrundgeräuschen und so weiter angeht, da ist es alles schon recht ordentlich. Also knatschende Türen, Schritte auf dem Flur oder das Kleid, was über den Flur schleift oder Schritte von hinten, Schüsse und so weiter. Das wird schön auf die Boxen verteilt, kommt immer aus der entsprechenden Richtung, aus der es kommen soll. Und obwohl sie etwas leiser sind, kann man die Dialoge auch gut verstehen. Dementsprechend, ja, ne, die typischen Begleiterscheinungen einer Komprimierung, ansonsten aber wirklich in Ordnung. Und dann gibt es noch ein nettes kleines Bonuspaket, es gibt einen Trailer, es gibt eine Bildergalerie, es gibt ein Gag-Reel, also so 4-5 Minuten mit Pannen und Gags am Set, und es war wohl ein sehr lustiges Set, denn es gibt noch obendrauf ein 42-minütiges Making-of, in dem nochmal fast alle Beteiligten zu Wort kommen. Also nicht fast alle, aber halt so die Hauptverantwortlichen, die Produzenten, die Drehbuchautoren, die Hauptdarsteller, alle. Ja, auch Andy McDowell zum Beispiel. Und das ist nicht selbstverständlich. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Child's Play zurück. Da war jetzt nicht ein Ton von Mark Hamill zu hören. Ja, obwohl der halt Chucky spricht. Aber gut, schauen wir drüber. Und ja, dieses Making-of mit seiner Länge ist wirklich interessant, aufschlussreich und vermittelt eben halt auch wirklich dieses gute oder sympathische Grundgefühl, was wohl beim Set geherrscht haben muss. Oder eben dieses witzige Grundgefühl. Die Regisseure von Radio Silence kommen alle zu Wort, erzählen ein bisschen was über ihre Ideen und die Darsteller erzählen dann, wie die beiden sich so gesehen abgewechselt haben, während der eine mit der Technik-Crew sprach und der andere mit den Schauspielern. Und wenn dann irgendwie mal getauscht wurde, dass alle immer up-to-date waren und genau wussten, was jetzt als nächstes zu tun ist und wen man wie informieren muss und so. Und dann gibt's, ja, dieses Making-of gliedert sich in, glaube ich, so 4 oder 5 Teilbereiche auf. Es geht halt um die Idee, wie es dazu kam, wie Radio Silence erst abgelehnt wurden und dann wieder hinzugezogen wurden. Dann geht es unter anderem um die Figuren und wie die Darsteller an die Figur rangegangen sind, was ihr an ihren Figuren ganz gut gefallen hat oder was sie besonders hervorarbeiten wollten und so weiter. Dann geht es auch um die Klamotten, was sich das Costume Design oder das Costume Department dabei gedacht hat, jedem Einzelnen irgendwie eben die Klamotte zu verpassen, die sie tragen oder die sie tragen müssen. Und dann geht es auch um die Waffen, also was die Waffen aussagen oder warum diese Waffen gewählt worden sind und so weiter und so fort. Und dann dreht sich nochmal ein Teilbereich um das Finale. Und das finde ich schon ganz nett, denn da wird halt erzählt oder beziehungsweise wird halt auch gezeigt, wie digitale und eben auch praktische Effekte zum Einsatz kamen und wie die Darsteller damit umgegangen sind, beziehungsweise wie gut sie damit umgegangen sind, dass zum Beispiel mehrere Liter Blut und Gekröse und Bananenreste und was weiß ich auf sie draufspritzen. Allerdings, ja, und jetzt habe ich hier vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, dass ich das jetzt schon verraten habe, aber man darf ja auch gespannt sein, wie es eben dazu kommt, dass Blut und Gekröse spritzt.
Deswegen noch der kurze Hinweis, man sollte sich dieses Making-of allerdings nicht angucken, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Denn da werden schon wirklich erhebliche Details gespoilert. Ja? Aber alles in allem, echt ein schönes Ding. Eine Sache, was mir noch aufgefallen ist, falls jemand das liest und aktiv auf Wikipedia zugange ist oder halt sich aktiv am Wikipedia beteiligt, ja, auf der deutschen Wikipedia-Seite von Ready or Not, da werden zwei Drehbuchautoren aufgeführt. Und der eine wird unter anderem, und der eine ist Ryan Murphy, beziehungsweise da ist ein Mann und der zweite ist halt Ryan Murphy. Ryan Murphy ist unter anderem der Erfinder von Glee oder von Pose oder ja, von so vielen anderen Sachen. Hier American Horror Story hat er mitgewirkt, American Crime Story und so weiter und so fort. Also Ryan Murphy ist ein renommierter Drehbuchautor, hat auch schon Filme gedreht und so weiter. Und der ist es aber nicht. Denn dieses Drehbuch für Ready or Not haben zwei Herren verfasst und der eine von denen heißt zwar auch Ryan, aber hat noch einen Mittelname und heißt dann auch Murphy. Und da muss wohl sich ein Fehler eingeschlichen haben, denn wie gesagt, der Drehbuchautor, der hier bei dem Wikipedia-Artikel genannt wird, ist eben der Ryan Murphy, der Erfinder von Glee, aber eben nicht der, der Ready or Not geschrieben hat. Nur so als kleine Randinformation. Aber alles in allem eine zufriedenstellende Blu-ray für einen zufriedenstellenden, blutigen kleinen Film. Kann man nicht meckern, falls man irgendwie Fan von diesem Film ist, kann man sich die Scheibe auf jeden Fall nach Hause holen für so einen kleinen, blutigen Snack zwischendurch. Und für ein bisschen gute Laune und ja, das war eigentlich auch fast alles. Nee, das war alles, was ich zu Ready or Not zu sagen habe. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt vor allem irgendwie auf Distanz und haltet durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.